Dieb. Ein Dieb aus meiner Gruppe zum feiernden Störtreffen. Ja, das Gasthaus müssen wir dann auch irgendwann mal finden. Jetzt müssen wir aber erstmal. Mein Freund. Darf ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Einen schönen Abend allerseits. Dürfte ich mir kurz um euer Gehör bitten? Sicher gut, mein Herr, was ist euer Anliegen? Ihr seid Söldner, wie? Ich sehe es euren Namen im Gesicht. Ich brauche ein paar gut ausgerüstete Leute, die mit List vorgehen wissen. Der Auftrag, um den es geht, dürfte bei der Garde auf einige Skepsis stoßen. Wie sieht's aus? Habt ihr Zeit und Lust? Ich zahle weit über dem Tarif, aber ihr müsst diskret vorgehen. Wollt ihr mehr hören? Was wird von mir erwartet? Mein Vorschlag ist der, ihr stattet einem Kollegen von mir einen kleinen Besuch ab und sorgt dafür, dass ein Wesen, das bei ihm im Haus eingesperrt hat, freikommt. Whitefast heißt der Mann und in seiner Gewalt befindet sich das schönste und natürlichste Geschöpf von ganz Ferun, eine Nymphe, die er unlängst entführte. Ich weiß nicht, was für einen Unfug er mit ihr anstellen will, ich weiß nur, dass sie unter meiner Obhut besser aufgehoben ist. Mit Reichtümer im herkömmlichen Sinne kann ich euch nicht dienen, doch als Zauber von Rang und Namen besitze ich den ein oder anderen Zaubergegenstand, der euch von Nutzen sein kann. Vielleicht habt ihr Verwendung für eine verzauberte Waffe. Warum macht ihr das nicht selbst? Ihr seht nicht so machtlos aus, wie eure Bitte sich anhört. Ich verstehe mich in der Tat sehr gut auf alles, was mit Zauberei zu tun hat. Nur gilt dies auch für Ragefrost. Keiner weiß besser, wie man sich gegen einen Zauberer zur Wehr setzt, als ein Zauberer. Hierzu bedarf es List und Tücke oder aber eines starken Armes mit einer flotten Klinge. Letzteres ist es, was mir fehlt und ihr besitzt. Ist doch ganz einfach, oder nicht? Eure Bedingungen sind akzeptabel. Warum macht ihr das nicht selbst? Paar, dieser kleine Diebstahl ist unter meiner Würde. Ich nehme mal an. Fabelhaft, schon jetzt beweist ihr genug Verstand, um in der Sache erfolgreich zu sein. Ich erkläre euch, wie ihr zu Ragefrosts Wohnsitz gelangt und ihr kümmert euch dort um alles weitere. Einverstanden? Wenn ihr eure Mission abgeschlossen habt, treffen wir uns in meinem Haus. Spurtet euch, denn ich habe viel Pläne, die der Ausführung kann. Gebt Acht, dass ihr nicht der Garde über den Weg lauft, denn sie würde sicherlich wissen wollen, was die Nymphe bei euch zu suchen hat. Ich erwarte euch in Kürze zurück. Wir haben zugestimmt, eine Nymphe in unseren Besitz zu bringen, die sich momentan in der Hand eines Magischen namens Ragefrost befindet. Der Magier Ramsind hat uns beauftragt. Wir wissen jedoch nicht, was er mit der Nymphe vorhat. Sobald wir die Nymphe haben, treffen wir uns mit Ramazid in seinem Haus. Das Haus von Ragefrost befindet sich nordöstlich vom Haus der Wunder. Ist das dein Haus hier? Haus von Ramazid. Okay. Dann gehen wir da erst rein, wenn wir die Nymphe befreit haben. Und zwar richtig befreit haben. Wir lassen die Nymphe nämlich frei. Und dann soll er mal sehen, was abgeht. So, Mauer. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. So, was haben wir hier? Was wünscht ihr? Eine bürgerliche mit einer Schatztruhe. Denn ich verschwinde jetzt. Oh, wir können hier ihre Bücherregale abklappern. Noch ein Heldentrank? Nein. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Obwohl. Ja? Hier lang! Heldentränke sind immer gut. Aber nur den Heldentrank. Und wenn, dann klappe ich dir auch die Bücherregale ab. Geschichte? Zeitalter, die Geschichte von Tiefwasser, nein, die brauchen wir nicht. Die kam wieder zurück. Ist das auch wieder Zeitalter von Tiefwasser? Ja. Gut. Weg damit. Ich brauche nur die Geschichte des Einhornflusses. Ich habe genug davon. Was wollt ihr gut? Ah, ja. Du bist ein Junge.
du bist jetzt ein verschlossenes Haus. Denn ich verschwinde jetzt. Ihr lauft alle irgendwie wild herum. Denn ich verschwinde jetzt. Ihr habt leider keine Bücherregale. Sonst hätte ich ja gehofft, dass ihr vielleicht das Buch habt, das ich suche. Denn ich verschwinde jetzt. Nichts leichter als das. Okay, hier ist ein abgelegenes Haus. Oh, du hast Bücherregale. Ich hab genug davon. Mal sehen, ob ich gleich wieder als Dieb gebrandmarkt werde, wenn ich seine Bücherregale durchsuche. Geschichte von Kelben. Ja, der Lord von Tiefwasser. Geschichte Fürsten. Nein. Denn ich verschwinde jetzt. Geschichte Zeitalter. Geschichte Zeitalter. Ja, beinahe. Gut. Okay. Jetzt müssen wir tatsächlich für die eine da ein Buch finden. Die Häuser sind nicht betretbar. Das Haus hier doch ist betretbar. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Das macht immerhin alleine, weil sonst stehen sie sich gegenseitig wieder im Weg rum. Okay. Ich hab genug davon. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Das muss dem Haus meiner Mama ab. Nein, werde ich nicht. Denn ich verschwinde jetzt. Ich will eure Bücherregale plündern, oder? Du bist ein Dings, ein Jadering. Hm, nö. Bisschen Gold. Und ich weiß, dafür, dass wir vergiftet sind, nehme ich das Ganze ziemlich lässig. Oh, Buch. Geschichte Elfenhof. Ich brauche den Einhornfluss. Die Geschichte der Täler und des Elfenhofs. Nein. Hier lang. Okay, wieder raus hier. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und ins nächste Haus gleich rein. Hier gibt es genug Häuser zum Anschauen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ich sag ja, Baldur's Gate, ein Spaß für Jung und Alt. Fort mit euch, Bettler. Was seid ihr? Er hätte nicht in das Haus meines Meisters einbrechen sollen. Meister Jadrak wird nicht sehr erfreut sein, wenn er hört, dass Schläger die Ordnung seines Hauses gestört haben. Sagt eurem Meister, dass wir mit ihm sprechen wollen. Jadrak empfängt niemanden, erst recht keinen Haufen Raufbeute. Also, damit ich nicht unhöflich wirke, sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Drellig. Es sei denn, einen Namen kennt, kann ich mich ohne Schuldgefühl an die Aufgabe machen, den Dreck zu beseitigen, den ihr hinterlassen habt. Dazu gehört zufällig auch die Aufgabe, euch hier wegzuschaffen. Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Ja, gut. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Der Kerl da will zaubern. Ja, der Kerl friert. Autoritätsperson. Was? Mann, ich kümmere mich nicht. Au. Da hat... Okay, der hat Magiewiderstand, das ist nicht so doof. Ja. Das war doch etwas schmerzhaft. Was wie befallen. Aber hey, vielleicht hat er was Interessantes dabei. Außer einem Schwert plus 1. Kurzschwert plus 1. Schreckenszauber.
genug davon. Etwas Gold. Und ja, wenn der uns schon überfällt, dann plündern wir ihn auch aus. Hat er verdient. Gut. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Ja, Drak, was habt ihr getan? Mein Diener hätte euch nicht hier heraufgelassen, es sei denn, ihr hättet ihn umgebracht. Ihr armseliger Jammerlappen, wisst ihr, was ihr getan habt? Nach dieser Anmaßung werden eure Schreibe in alle Ewigkeit durch die Hölle schallen. Herr, einen Moment, mein Herr. Es war euer Diener, der uns angriff. Wir haben uns nur verteidigt. Wenn ihr Helfer einstellt, drückt euch beim nächsten Mal einen etwas klügeren aus. Ihr versteht nicht, wie ernst eure Lage ist. Ihr stinkenden Räuber zieht eure Schwerter, damit wir bis auf den Tod kämpfen können. Hütet euch besser. So. Der ist ein Kämpfer. Hütet euch. Und der hat auch mal den Widerstand. Au. So. Oh, einen schicken Helm hast du. Trank der Frostriesenstärke. Was ist das? Trank der Schöpferkraft. Das ist ein Intelligenztrank. Was für dich? So, Langschwert. Und ein Helm, den wir nicht identifizieren können. Hm. Okay. Ja, nichts leichter als das. Und wir müssen bald mal einen Tempel aufsuchen. Um Yahira ordentlich zu heilen. Weil wir haben, wie gesagt, keine Zeit zu rasten. So, was ist da drin? Nur etwas Geld. Ich diene der Fassmutter. Hier 2000 Gold. Das wollte ich jetzt wiederum nicht. Wo war mein letzter Quicksave? Was? Okay, nachdem wir den Kerl getötet haben. Wer hat meinen Diebstahl bitte schön bemerkt? Ihr habt gerufen wie befohlen. Ich tue mein Bestes. Ja, nichts leichter als das. Okay, dann sprechen wir einmal Segen. Dann nehmen wir mal das Erste. Hütet euch besser vor meinem Zorn. So. Hütet euch besser. So. Es wird nichts leichter als das. Alle an ihn dran. Okay. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Kann ich euch behaupten? Yahira, Halkalit. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Gut. Was wollt ihr? Beinahe unter Erfahrung. So. Das, den Helm, das Geld, Schöpferkraft. So, das kannst du Minsk. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du heil dich jetzt erstmal selber. Du heilst Khalid. Du heilst Khalid. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Du heilst Khalid. Ja. Und dann gehen wir einfach gut wieder. So. Raus hier. Beinahe unter meiner Würde. Und dann würde ich sagen, ich speichere jetzt erstmal wieder. Zeit für einen Cut. LP 030. Großes P. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.